Statt des Südparkfestes fand ersatzweise die Neuauflage der Open-Air-Box-Veranstaltung in der Freizeitsportanlage Südpark am 30. August statt. Bei freiem Eintritt stand zum zweiten Mal ein Original-Boxring auf dem Platz, wo der Spandauer Boxclub 1926 e.V. ein Rahmenprogramm mit Darbietungen aus dem Boxen, dem Voodoo und der Selbstverteidigung vorstellte. Zum Beispiel stellte der Randori Club japanische Sport- und Verteidigungsarten vor. Eine weitere Attraktion, das Laserbiathlon der Schützengilde zu Spandau, zog viele interessierte Besucher an. Für Kinder bis 13 Jahren war das kostenlose Minigolfspielen ein Spaß. Herzlich willkommen auf der Freizeit-, Sport- und Erholungsanlage hier im Spandauer Südpark, mitten in der Wilhelmstadt, zu dieser Open-Air-Veranstaltung, die wir in dieser Form etwas erweitert, das zweite Mal den Menschen hier in Spandau anbieten. Und so ist es immer ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, wir machen hier was auf der Anlage, nicht nur, dass wir in der Woche hier offen haben und viele kleinere und größere Kinder sich hier tummeln, sondern wir bieten am Wochenende auch etwas Sportliches an, um die Anlage in der Öffentlichkeit und auch bei den politisch Verantwortlichen im Fokus zu behalten. Und das ist immer ganz wichtig. Organisator für diese Boxeinlagen hier, der ja nicht nur nachher Wettkämpfe hier oder Kämpfe uns präsentieren wird, sondern lieber Peter, komm nochmal her, du hast es ja so geschafft hier, ich sehe ihn nämlich gerade schon, einen Boxweltmeister hierher zu holen. Da ist der Kollege Hernandez da hinten, da steht er schon, ist gleich hier und der Jürgen wird ihn gleich, vielleicht mal einen donnernden Applaus, wenn wir Herrn Hernandez mal begrüßen, da steht er. Nachdem wir vor einigen Monaten hier eine Autogrammstunde mit Uli Wegener, dem erfolgreichsten Trainer in der Boxszene überhaupt auf dieser Erde, hatten, ist heute bei der Open-Air-Veranstaltung ein ganz besonderer Gast her. Und wir hätten nie geglaubt, dass wir es schaffen, dass er hier heute erscheint. Aber er ist hier, meine Damen und Herren. Er ist auch hier, weil es ja ein Einheimischer ist. Er wohnt hier auch noch in Spandau. Und ich sage, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich komme hier einmal vorbei, um jungen Menschen zu zeigen, wie der Boxsport aussehen kann und was man daraus machen kann. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Pablo Hernandez hier neben mir habe, den amtierenden Boxweltmeister. Also das ist nicht nur irgendwas, das ist einer, den Sie eigentlich nur im Fernsehen sehen. Aber heute haben Sie die Möglichkeit oder hätten Sie die Möglichkeit, ganz nah ranzukommen. Lieber Pablo Hernandez, ich freue mich ganz besonders, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. In welcher Gewichtsklasse, erklären Sie doch mal unseren Leuten, die nur nicht alle im Boxsport so sind, in welcher Gewichtsklasse sind Sie denn Weltmeister? Und wen haben Sie als diesen Titel abgenommen, damit Sie hier Weltmeister, als Weltmeister erscheinen? Also fürerst also bin ich ja ein großes Gewicht. Weltmeister bis 90,7 ist der Limit. Ja, und diese Aufgabe war keineswegs leicht gewesen, also den Titel zu ergattern. Das war ein hartes Stück Arbeit. Also für mich ein großartiger Boxer auch, der Steve Cunningham, genommen habe ich. Also den ersten Kampf, den Kampf musste abgebrochen werden durch einen Kopftosse in der Blutbeinaugen, konnte kaum sehen, war sehr ziemlich tief. Da war der Kampf entschieden worden, dass vorbei war nach der sechsten Runde. Ich lag vorne nach Punkte. Und er war nicht zufrieden mit dem Urteil, dann hat er eine Revanche gefordert. Ja, das habe ich auch nicht. Ne? Sagen wir die Leute, was wir drauf haben. Und ja, es ist gelohnt. Habe ich nochmal über ihn gesiegt. Und bis heute geht weiter so. Ali El Hassan Nordwedding aus der Roten Ecke. Und Dirk Weidenkeller Isig im Schöneberg. 3x2 Minuten. Ringfrei Runde 1. Der Kämpfer in der Roten Ecke boxt für Nordwedding. Er wird betreut vom früheren Berliner Meister René Deutschmann. Ali El Hassan, er bestritt bisher 4 Kämpfe.
In der blauen Ecke sehen wir von BC Siegen Dirk Weidenkeller, Jahrgang 2001. Siege nach Punkten mit 2:1 Richterstimmen. Die blaue Ecke, Dirk Weidenkeller, Isigim Schöneberg.